In meinem Workshop ging es um die altersgerechte Quartiersentwicklung, vor allem das Aufgabenfeld des sogenannten Quartiersmanagers oder Quartiersmanagerin, welche Rollen sie dort jeweils übernehmen müssen, welche Erwartungshaltungen ihnen konfrontiert werden und vor allen Dingen auch, wie kann man systematisch so ein Quartiersmanagement umsetzen. Und von den Teilnehmenden und Teilnehmern wurde sozusagen das Aufgabenprofil erarbeitet und es wurde sehr deutlich, wie umfassend dieses Arbeitsfeld eines Quartiersmanagers ist. Und es wurde auch herausgearbeitet, mit welchen unterschiedlichen Erwartungen man konfrontiert wird, vom Feld selber, wo man tätig sein muss, bis, sagen wir mal, innerhalb der Kommune, welche Aufgaben man dort jeweils übernehmen muss. Und als wichtiges, sagen wir mal, Lernfeld wurde deutlich, dass Quartiersarbeit, Entwicklungsarbeit nicht von heute auf morgen zu bewältigen ist. Man braucht einen langen Atem, muss Schritt für Schritt vorgehen und man braucht letztendlich auch eine Klärung, welche Rollen und welche Aufgaben man hat. Das muss man vorher sehr genau definieren.